Wir wollen euch einen kurzen Überblick darüber geben, was so in den nächsten Tagen geplant ist. Heute Abend gegen 18 Uhr findet die Nachtdampfdemonstration statt. Morgen geht es dann mit den Protesten weiter. Der Alternativgipfel geht in den zweiten Tag, 19 Uhr. Und um 18.30 Uhr findet die Welcome to Hell Demonstration statt, beginnt das Bühnenprogramm und anderthalb Stunden später soll die Demonstration dann auch starten. Freitagmorgen sind dann verschiedene Aktionen geplant. Um 7 Uhr finden sowohl Blockaden statt, die sich gegen den G20-Gipfel richten, als auch eine Blockade bzw. Blockaden des Hafenbereichs. Außerdem wird um 10.30 Uhr ein Bildungsstreik starten, wo verschiedene Schülerinnen und Schüler und Studierende zusammen gegen G20 demonstrieren werden. Freitagabend steht dann für 20 Uhr eine revolutionäre Abenddemonstration an. Und dann natürlich am Samstag der Höhepunkt ab 11 Uhr die Großdemonstration mit 50 bis 100.000 Menschen, die erwartet werden. Das wird ein Hauptberichtsschwerpunkt auch von Perspektive Online. Und zuletzt ist bereits für Sonntag die erste Demonstration zur Gefangenensammelstelle für 12 Uhr angemeldet.